Hallo Ladies und Gentlemen, mein Name ist Naoya, herzlich willkommen zurück zu Dragonfest Builders, euer Lieblingsprojekt auf YouTube, das Lieblingsprojekt eines jeden Menschen auf YouTube, natürlich, das Let's Play zu Dragonfest Builders. 3 Monate ist die letzte Folge schon wieder her und ich wollte es jetzt einfach zu Ende bringen, da es quasi das Zugpferd meines Kanals ist, können wir das nicht einfach so im Dreck liegen lassen. Ich habe jetzt die letzten 5-6 Tage wieder fleißig gespielt, bestimmt nochmal 10-12 Stunden Spielzeit rein investiert und weitergebaut. Ich wollte eigentlich ursprünglich nur noch eine Folge machen, ich wollte alles soweit fertig bauen und euch nur nochmal alles zeigen, aber ich muss doch 2 Folgen machen, weil ich baue 2 komplett neue Häuser. Das werden wir in dieser Folge machen, damit in der Schaufolge nicht alles, ihr nicht übermannt werdet. Deswegen die beiden neuen Häuser, die bauen wir jetzt nochmal zusammen. Die müssen nämlich sein. Wir nehmen erstmal hier dieses neue Monster in Terra Incognita an. Ich werde jetzt auf die Sachen, die ich gebaut habe, auch noch gar nicht eingehen. Das mache ich alles in der nächsten Folge. Na gut, auf das Kleid gehe ich ein. Das ist das fließende Kleid. Das ist so ziemlich am schwersten zu bauen. Deswegen haben wir das mal an. Es wäre auch eigentlich schön, wenn wir nicht unsere rote Mütze hätten. Die passt natürlich nicht zu dem blauen Kleid. Das Silberschild habe ich gebaut, weil das schön dazu passt. Aber mit der roten Mütze, das nimmt leider etwas den Charme des Kleides und des Schildes. Aber gut. Es soll für diese Folge sein Werk tun. Und wir bauen jetzt 2 Gebäude auf. Nämlich zum einen begeben wir uns als erstes. Das ist natürlich ein gutes Beispiel. Das erste, was wir bauen, ist eine Herberge für 4 Menschen, eine hochklassige Herberge. Denn unsere Pinkhaarige, von der ich euch schon oft erzählt hatte, die ich so gerne haben wollte, da ist sie, die Pinkhaarige mit Mütze. Und ich glaube, es kam noch einer, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe jetzt 8 Leute und ich habe ja keine Plätze mehr für die. Deswegen brauchen wir eine Herberge, eine hochklassige Herberge mit 4 Betten. Ich wollte eigentlich zuerst dieses Dingsbums, diese heilige Herberge mit Futter bauen, aber das erschien mir dann doch nicht so einfach, das war mir dann zu kompliziert und deswegen werden wir an dieser Stelle eine Herberge errichten, so dass, wenn wir alle 10 Leute noch kriegen sollen, beziehungsweise werde ich, denke ich, es darauf ankommen lassen, dass wir alle 10 Leute in der letzten Folge haben, dass die hier alle einen Schlafplatz haben. Das habe ich übrigens geklaut vom anderen Let's Player von Kurando. Das habe ich gesehen, dass er sowas hat, so quasi wie so einen großen Blumentopf, einen Dingsbums-Gartenteil. Das habe ich einfach mal so übernommen, das fand ich gut. Und ja, wir bauen zuerst dieses Gebäude dort und dafür holen wir uns erstmal, damit wir natürlich nicht alles neu bauen müssen, holen wir uns erstmal einige Sachen, die hier bereits von unseren schönen, gut artigen Menschen vorbereitet wurden. Nämlich brauchen wir einmal diese Tür. Ich glaube, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir gar nicht. Ich hoffe, man sieht nicht, dass ich weitergemacht habe. Ich weiß gar nicht so richtig, wie es in der letzten Folge aussah. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt alles gemacht habe seit der letzten Folge. Mein Gott, doch, ich weiß es so ungefähr. Natürlich weiß ich es. Wir brauchen einmal die Tür und dann müssen wir erstmal das Ding hier aufbauen, weil wir brauchen jetzt natürlich. Wir brauchen jetzt natürlich eine Strohtür. Und wir brauchen... Fangen wir ruhig mal mit dem Strohbelag an. Ja, Alter. Alter, kein Problem. Strohbelag geht locker fließend. Das kommt hier hin. Und der Strohbelag, guckt, ich habe sogar schon angezeichnet hier, wo was ist. Die Wände, die hatte ich, die wollte ich eigentlich mit euch zusammen machen. Und dann dachte ich mir, ne, Alter, ne, können wir nicht machen, die scheiß Wände. Die fressen so viel Zeit, das alles hochzuziehen, die mache ich auch schon mal vorher. Aber das Umwandeln, das geht natürlich schnell, das können wir zusammen machen. Hier kommt nämlich einmal Stroh und dann brauchen wir, ach so, dann müssen wir das erstmal wieder ablegen. Ich glaube, das habe ich nämlich noch gar nicht, genau. Das hatte ich noch gar nicht. Holzwand, Holzverkleidung, das brauchen wir, das, oh, das können wir uns auch millionenfach machen. 10 Stück sollten wahrscheinlich ausreichen. Ich habe natürlich wieder alles vorbereitet und gescreenshottet, dass ich weiß, was wir machen müssen, dass das nicht ewig hier dauert. Ja, das passt, da kriegen wir alles hin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 1, 2, 3, dürfte so ungefähr hier sein. Ja, das passt, das passt. Hier so vielleicht, ja. Hier, come on. Ja, hier müssen wir aber, sonst kriegen wir den obersten nicht, deswegen müssen wir es von oben machen. Hat perfekt gereicht. Hat perfekt gereicht. Und dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5.
Dann brauchen wir noch zweimal den Fußboden und dann hätten wir schon mal die Wände auf jeden Fall fertig. Holzbelag. Freunde, ich war die letzten 3, 4, 5, 6 Tage, als ich es gespielt habe, ich war wieder wirklich regelrecht davon begeistert. Und an sich könnte ich eigentlich auch noch jetzt wieder nochmal 5, 6 Folgen machen. Ich wüsste noch so einige Sachen, wo es weitergehen sollte. Aber so will ich dieses Let's Play einfach nicht machen. Das ist dem Let's Play, das wird dem Let's Play einfach nicht gerecht, möchte ich mal sagen, wenn ich immer so was weiß ich, 2, 3 Folgen mache, ja. 2, 3 Folgen, vielleicht auch 4, ist ja egal. Und dann wieder 2-3 Monate nichts mache. Das können wir dem Let's Play einfach nicht antun. Wir müssen das jetzt sauber zu Ende bringen. Dann sei es halt drum. Und dann habe ich in der nächsten Folge noch was Überraschendes. Eine Überraschung noch euch bekannt zu geben. Ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist. Vielleicht wissen es einige auch schon. Ich wusste es auf jeden Fall noch nicht bis vor 2-3 Wochen. So, auf jeden Fall das weg. Und jetzt brauchen wir als allererstes. Naja, ist eigentlich egal, was als erstes, aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal eine Theke. Na gut, jetzt wo wir gerade hier sind, machen wir uns erstmal 4 Betten. Baumwolle kein Problem, abgebrochener Ast kein Problem. Ja doch, das habe ich mir gedacht. Ich habe das noch nicht in Holz vorprobiert, da werde ich noch irgendwas verzieren müssen. Das sieht so noch nicht so mega klasse aus. Aber da kommen wir noch zu. Dann baue ich hier jetzt noch schnell eine Theke. Ihr wisst natürlich, eine Theke haben wir in fast jedem Gebäude. Die braucht man nun mal. Man braucht nun mal eine Theke, damit das alles Sinn ergibt. Ja. Ach du Scheiße. Weil das haben wir, glaube ich, auch noch nicht so großartig, dass es in einem Haus 2 Etagen gibt. Das ist, glaube ich, auch mehr oder minder neu. Da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam. Wollen wir erstmal ein Lichtlein platzieren, würde ich sagen, damit wir direkt den richtigen Raum dann haben. Das ist der Kronleuchter. Ne, den Kronleuchter will ich nicht. Ah, wartet. Ich nehme aber 2 davon. Die hacken wir mal hier ran. Und dann kann... Warte, nee, die Lichter musste ich bei dem hier bauen. Die Lichter waren bei dem hier, ich kann mich erinnern. Und zwar brauchen wir natürlich, wie so oft, den Kerzenhalter. Und Schlicksteine haben wir mittlerweile 7 Stück. Jetzt noch 6, da können wir natürlich von bauen. So, das hier ist natürlich... So, Schanderbaut, ist das schon der richtige? Nee, ne? Warte, Licht. 4 davon. Das Herbergsschild brauchen wir natürlich noch. Oder... Ah, scheiße. Scheiße. Wir brauchen 4 Kommoden, of course. Holz habe ich auch ein bisschen vorbereitet, weil das sonst zu lange gedauert hätte, wenn wir das hier in der Aufnahme gemacht hätten. Deswegen, ich habe versucht, wirklich alles soweit so gut vorzubereiten, dass wir hier jetzt nicht mehr farmen gehen müssen oder sowas. Und einmal das Herbergsschild brauchen wir definitiv auch. So. Dann hauen wir die Kommoden hier erstmal hin. Zack, zack. Jeder natürlich seine eigene. Es muss ja jeder irgendwie nächtliche Verpflegung haben. Dann wollte ich die Kronleuchter gerne auf die äußeren. Und das Herbergsschild. Und jetzt müssten wir... Wird zu einem grandiosen Gasthaus. Perfekt. Genau das wollten wir haben. Das heißt, das Gebäude ist schon mal fertig. Jetzt können wir gleich... Ach so, die Leute, die bisher noch nichts hatten, die sollten jetzt ja eigentlich hierher kommen. Dann können wir nämlich die... Scheiße, das hatte ich ja hier drin. Na egal. Dann können wir nämlich direkt sehen, welche Leute neu sind. Vielleicht ist es doch nur die eine. Ich meine eigentlich, dass ich noch einen zweiten neuen hatte. So, muss ich mal kurz gucken. Den Rest, den ich jetzt haben möchte, da habe ich hier nichts mehr von drinnen, ne? Ne, von dem Rest dürfte ich hier nichts mehr haben. Brauche ich... Oh, scheiße. Welche? Der hier, ne? Das ist jetzt der hier. Ich brauche Bücher. Perfekt. Schlotterrosen habe ich auch gefarmt, dass wir genug Bücher bauen können. Wir brauchen nämlich... Einiges an Büchern. Ja, so viele nicht, aber einige Bücher brauchen wir schon. So, das wäre erstmal dieser Raum soweit. Kommt vielleicht noch ein bisschen was zu, aber die Grundidee besagt erstmal, dass dieser Raum so fertig ist. Und dann brauche ich... Ach nee, hier sollte auch noch ein Buch hin, genau. So, einmal Blümchen, einmal dies, einmal das. Das kann weg. So, jetzt mach mich nicht fertig. Mach mich nicht fertig. Ein Frisiertisch natürlich. Wir müssen uns... Warte, was war da?
Glas, ach so, Glas habe ich gar nicht so viel. Naja, gut. Brauche erstmal einen bequemen Schemel, sonst ist das... Das hatte ich vorhin das Problem, dass ich dann falsch rum gebaut habe. Kleiderschrank viermal. Das kriegen wir auch alles noch hin. Und dann ist die Herberge doch im Prinzip fast fertig, oder was sagt ihr? Vielleicht sollten wir gleich erstmal schlafen gehen, weil im Dunkeln... Wir wollen uns natürlich die Welt schön im Hellen angucken. Wir wollen hier die finstere Nacht nicht erleben. Schade, hier schläft keiner. Kommt hier irgendwer zum Schlafen? Die gehen ja wohl... Ich hoffe, die gehen nicht alle nach vorne zum Pennen, die keinen Schlafplatz haben. Es kann natürlich sein, dass die Pinkhaarige noch gar nicht hierher gefunden hat, weil die da hinten festsitzt. Das müssen wir mal... Wir gehen mal kurz schlafen. Weil die habe ich das letzte Mal, als ich Offscreen gespielt habe, habe ich die auch da an der Treppe... an der Brücke rumfummeln sehen. Nicht, dass die den Weg hierher gar nicht findet. Ich meine, ich war schon einmal mit ihr hier, damit sie sich umzieht natürlich. Aber es kann natürlich sein, dass sie, um zu schlafen, zurück in die Anfangshütte gegangen ist und seitdem nicht mehr hierher kommt. Das wäre natürlich scheiße, da müssen wir die natürlich holen. Da hinten sehe ich sie. Ja, das wird so sein, das wird tatsächlich so sein. Die kommt nicht da hinten hin. Mädchenmensch, was machst du? Was machst du für Sachen? Bitte komm mit mir. Pinkhaariges Mädchen. Mädchen mit Mütze. Du musst doch einfach nur hier. Ich hab so eine breite Brücke und die wissen trotzdem nicht, wie die da hinkommen. Mensch, das darf nicht wahr sein. Wieso erkennen die denn den Weg nicht? Du hättest auch da ganz weit hinten rumgehen können. So, von hier solltest du alleine den Weg finden eigentlich. Sollen wir getroffen? Ja. So, jetzt geh bitte nicht wieder durch den Tunnel zurück. Ich meine, da gibt's ja nichts. Da hat sie gar nichts zu suchen. Sie bleibt hier. Sehr schön. Das heißt, das passt schon mal. Dann setzen wir jetzt erstmal den bequemen Skimmel. Eins, zwei, drei. Was, ist das richtig? Eins, zwei, ja. So, komplett. Korrekt. So, hier, du, runter. Und Kleiderschränke jeweils gegenüber von dem Bett natürlich. Dass jeder weiß, welches welchem gehört. Dann brauche ich noch ein Teil. Oh nein, das sollte man noch gar nicht sehen. Das habe ich gebaut. Hallo. Weil das Problem ist, es müssen natürlich alle Fertigungsstationen müssen irgendwie verbaut werden. Es müssen alle Fertigungsstationen verbaut werden, dass alles automatisch läuft. Und dass wir hier nirgendwo in der Welt diese Dinger rumstehen haben, das ist hässlich. Es fehlt noch der, da komme ich dann noch zu. Das ist alles kein Problem, das werden wir alles los. Einen Gegenstand muss ich jetzt noch bauen. Ach, wartet. Wo habe ich... Was ist das hier? Koral... Nee. Wartet, ich habe doch... keine Ahnung. Habe ich gar keine pinken Blütenblätter? Hier, ich reiße mal drei von den Dingern ab. Nehme drei von den Dingern mit. Dann müssen wir die hier mal einplänzen. Plänz. Aha. Dann brauchen wir noch... So, das haben wir, das haben wir. Einmal die Topfpflanze natürlich. Und einmal, wo war das Ding denn? Kann auch sein, dass das hier drin war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube fast, das war hier drin. Die Stechuhr. Standuhr, genau. Was war da? Gut. So. Dann haben wir es doch fast geschafft. Der Topf kommt hier hin. Das ist quasi der Schirmständer. Wisst ihr Bescheid? Hier die geile Uhr. Hier das Blümelein. Und das wäre eigentlich das, was ich mir so zu der Herberge erstmal gedacht habe. Jeder hier mit seinen Klamotten, eine Uhr. Hier können die Leute pennen, schön ausgerüstet. Hier der Tresen, wo sie sich einchecken. Oh, es regnet, oh scheiße, Hilfe. Oh ja, ich möchte gerne ein Bett. Oh ja, wollen Sie hier? Kostet 3 Gold die Nacht. Okay, danke sehr. Hier muss natürlich irgendwie ein bisschen vielleicht noch was hin. Aber da habe ich mir jetzt so keine Gedanken gemacht. Fenster, gut, hier. Hier geht kein Fenster, hier geht wahrscheinlich eher auch kein Fenster. Ich meine, gut, ich könnte hier oben Fenster hinbauen. Die müssen ja nicht zum Raum zählen. Da oben können ja trotzdem Fenster hin und hier im Rücken diese normalen kleinen, ne, die wir da auch in dem Gebäude haben. Also nicht diese 4x4 Fenster, sondern die 1x1 Fenster. Die werde ich hier irgendwie noch reinklatschen. Aber das später. Das wäre es erstmal zu dem, was wir vorhatten. Und dann muss ich nochmal weiterbauen. Und zwar... Ups.
Und zwar Holzbank. Och, ich sehe schon, ich habe, glaube ich, nicht genug Holz vorbereitet. Und einen Brunnen brauche ich noch. Einen Brunnen. Dankeschön. Dankeschön. So. Ups. Upsala. Habe ich denn? Habe ich doch glatt was vergessen? Das wäre dort. Nee. Was? Wie? Ach so, das war falsch. So wollte ich das gar nicht. Ups. Jetzt muss ich das testen. Das habe ich wieder gar nicht bedacht. Das habe ich so wieder gar nicht bedacht. Ich wollte das eigentlich so. Das müssen wir jetzt testen. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Warte, was? Nee, den hellen Rasen haben wir hier. Dann ist das verkehrt. Dann brauchen wir natürlich auch den hellen Rasen. Dort ist er. Ja, scheiß drauf, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, nochmal zwei hiervon. So, die beiden Bänkis. Damit man hier oben, dass man hier quasi sitzen kann und so ein kleinen, ja, weil es hier ein bisschen erhöht ist, dass man hier so ein bisschen erhöht gucken kann. Nice, okay, ja, kann ich mitleben, okay, sehr schön. Dann kann das Hartholz schon wieder weg. Haben wir quasi nicht gebraucht. So, und dann, hier hätte ich das gelassen, jetzt, wie wird das aussehen? Ja doch, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Schon wieder falsch hier. Nee, ach so, ja, Quatsch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir hier nämlich ein bisschen Blümchen, damit das alles toll ist und schön und bunt und sowieso. Weil ich meine, das Terraforming jetzt nicht, sondern das Verzieren. Die Gebäude werden wir dann haben, aber ich muss halt so die Welt an sich ein bisschen, war ich es nicht gerade gesagt? Wie? Wie heißt das? Sezieren? Nee, ich habe doch gerade irgendein Wort gesagt, oder nicht? Jetzt fällt es mir nicht mehr. Ich bin so bescheuert. Also, ne, ihr wisst, wenn man noch hier und da was schmückt, dass es alles komplett besser aussieht. So, davon brauche ich nochmal zwei. Davon nochmal einen. Und noch ein Gras. Oder? Doch. Doch. Wo ist er? Da. So, den, ja, ist die Frage, will ich den hier haben? Doch, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Hier das Kraftkraut. Hier ein Kraftkraut. Hier einmal Rasen. So, so wollte ich das hier oben gerne haben. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht hier am Rand haben will. Da gucken wir ganz einfach mal. Also, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht auch so. Und das auf... Na! Nicht so. Vielleicht hier so in die Ecke, wo keiner hinguckt. Aha. Und da so den Busch, da müsst ihr hier vielleicht irgendwann nochmal was hin. Na gut, ich meine, da wird man schon irgendwas für finden. Da wird schon irgendwas hin können, bestimmt. Und wenn es nur eine Kiste ist. Ich habe übrigens in Terra Gladiatoria, habe ich jetzt auch alte Kisten bekommen. Man kann ja mal reingucken, ne? Nee. Das ist nicht so schön. Wenn schon, dann eine heile Kiste. Eine kaputte wollen wir jetzt auch nicht haben. Das sieht nicht so ganz so toll aus. Und hier kaputte Zelte habe ich auch bekommen. Zerfleddertes Zelt. Jesus, Maria und Josef. Oh, hier. Schneebedeckte Zeder. Können wir sogar Schneebäume hier pflanzen. Wie geil ist denn das? Okay. Das gefällt mir soweit erstmal. Das habe ich mir für die Herberge gedacht. Dann ist die Herberge soweit erstmal fertig.
Fenster werde ich noch gucken, wo ich die reinhämmere. Dann könnt ihr jetzt hier weg. Ihr kommt dann natürlich woanders hin. Und wir können ja mal, wenn wir gerade hier sind, scheißegal, nehmen wir mal 5 Stück und versuchen, das hier vorne fertig zu machen. 1, 2, 3, das müsste ja hier so sein. 3, das müsste hier perfekt passen. Aha, sehr schön. Kriege ich davon den schon? Nee, da kriege ich keinen. Na komm, dann nehmen wir den letzten auch noch. Ich bin so zu dem Stand gekommen, wie das aussieht. Diese hellen, die sind immer auf Hügeln und an dem untersten, ich meine, hier hätte ich jetzt auch noch gerne einen hellen gemacht, aber wegen einem Block benutze ich jetzt nicht extra so ein Ding und der Rest ist dann in der Regel dunkelgrün. Das heißt, das sollte so passen, sieht das von oben aus. Ja, das ist vernünftig, vor allem da mit den bunten Blumen, das ist schon sehr schön. Hier ist also die Herberge, muss natürlich noch ein Dach hin und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müsste ja eigentlich Frau Pinkhaar mit Mütze kommen. Ich hoffe, die kommt auch bald und braucht nicht so lange. Er, das ist, glaube ich, Twangs, der wohnt neben unserem Zimmer. Wo ist die Pinkhaarige? Wenn die nicht hierher kommt, dann drehe ich ab. Dann muss ich die Betten am Anfang abreißen. Ich meine, könnte ich jetzt sowieso machen, weil die erfüllen jetzt keinen Zweck mehr. Okay. Ich muss dann nochmal gucken, weil ich bin mir jetzt wirklich gar nicht sicher. Wir gucken das jetzt mal schnell gemeinsam. Ihr habt so lange keinen Drecken festgesehen bei mir. Das ist euch völlig egal, was ich mache. Hauptsache, ich mache überhaupt irgendwas. Ihr wollt es doch einfach nur sehen. Der Tunnel ist übrigens nicht neu oder so. Nee, das alles war schon beim letzten Mal so. Haben wir alles zusammen gemacht. Oh, da ist das komische Dingsbums. So, ich muss jetzt nochmal checken. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ich müsste 8 Menschen haben. Ich müsste 8 Menschen haben. Doch, das passt. Dann war sie die einzig Neue. Dann war sie doch die einzige Neue. Also es fehlen uns noch 2 Leute. Wir müssen aber kurz kontrollieren. 2 Leute fehlen uns noch. Die werde ich für die letzte Folge auf jeden Fall uns ja erzwingen, indem ich immer wieder neu lade, bis ich dann endlich Menschen kriege. Ist sie jetzt schon hier? Okay, sie pennt hier, wo sie pennen soll. Das ist mega geil. Das heißt 1. Dann müsste im Türmchen Nummer 2 sein eigentlich. Ich meine, bei der Nacht, da kann man das immer gut prüfen, weil da weiß man ja, wo man die Leute findet. Nummer 2. Mhm. Und dann sollten wir weiter hinten noch die Nummer 3 haben. Nummer 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Eins, zwei, also 3, 4 quasi. 5, 6. 7. Und die 8. Okay, das heißt, nur Mrs. Pinkhaar mit Mütze war verschollen. Die haben wir jetzt hierher gebracht. Die rennt nicht wieder an den Start zurück. Und jetzt fehlen uns nur 2 Leute. Ich glaube, eine Wachsoldatin und, ja, den letzten, den weiß ich, glaube ich, immer noch nicht. Die Wachsoldatin, die hatte ich schon ganz oft, aber die habe ich immer nicht behalten, weil ich glaube, das war immer offscreen und am Anfang hatten wir es ja so, dass wir das nicht offscreen machen wollten, einen neuen Menschen ergattern. Und deswegen haben wir sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber auf jeden Fall gibt es noch eine Wachsoldatenfrau und ich weiß aber nicht, was der letzte Mensch ist. Ich weiß nicht, welches der letzte Mensch sein wird. Ich bin hiermit aber soweit jetzt erstmal, denke ich, zufrieden. Da ist der Aufstieg, vielleicht hier noch irgendwie was schmücken oder so, keine Ahnung. Hier die 2 Bäumchen sind jetzt nur halbhohe Bäume. Ich wusste nicht, ich wollte sie jetzt nicht ganz hoch machen. Und hier halt das kleine Feld, bla bla bla. Okay, dann hätten wir es damit. Dann können wir uns jetzt dem nächsten Raum zuwenden. Und das ist dieser hier. Da brauchen wir jetzt ja auch wieder Holzbodenbelag erstmal. Ah, nee, wartet. Hier steht das nicht gut. Da haben wir nämlich auch noch was vor. Hier, da steht es besser. Ich glaube, 4-mal müsste es gut tun, oder? Holzbelag? Ich vergesse immer, dass ich immer gleich 5 kriege. Dafür ist es dann doch zu lange her, dass ich gespielt habe. So, hier war jetzt gerade ein bisschen schwierig. Was? 1, 2, 3, da. Ja, alles perfekt. Ja, das ist 10 mal 10, deswegen müssen 4 Stück natürlich genau reichen. Perfekt.
Hier haben wir das Hartholz, genau, das passt. Eine Tür. Natürlich kriegen wir die wieder geschenkt. Ich glaube, hier haben wir nur drei Türen drin. Eine ist es sogar. Ah, wieso nur eine? Aber hier müssen wir, glaube ich, viel mehr. Hier haben wir 19. Jesus, Maria und Josef. So, perfekt. Ziegel, Stroh, nee, kein Bedarf, danke. Und hier irgendwas, was ich hier jetzt noch. Was? Ach so, Ziegel wahrscheinlich. Nee, Leiter, nee, Badewanne, ja, nee, nein. Was? Wieso machst denn du die Tür auf, Mädchen? So, habe ich nicht gesagt, dass wir zuerst die Wände machen wollten? Dafür habe ich davon denn ganz viele bei. 8 Stück hätte ich davon sogar. Ah, egal, wir bauen alles neu. Wir bauen alles neu, umso mehr haben wir hier. Fach. Ups. Upsi. Aber 10 Stück sollten es, denke ich, bei weitem tun. Wartet, nicht, dass ich da irgendwie. Nee, das ist auf einer Höhe, sehr gut. Nicht, dass ich da draußen die Wildnis versaue. 1, 2, 3, das wäre dann quasi hier. Und hier. Und hier. Und natürlich in die Ecke. Doch, das reicht. Natürlich reicht das. Was denke ich denn? So. Hätten wir das auch. Und mit dem Haus war ich eigentlich sehr zufrieden. Nur was heißt war? Ich bin nicht natürlich immer noch. Warte, ich muss mal hier die machen. Das wäre wahrscheinlich einfacher. So, scheiße. Jetzt brauche ich natürlich. Ich hoffe, das haben die aber auch gemacht. Oh, bitte, bitte, lass die das auch gemacht haben. Sonst muss ich abdrehen. Lass die das bitte gemacht haben. Ich brauche jetzt Hartholz und ich glaube, das, was ich in meiner Kiste habe, das reicht, glaube ich, nicht aus. Oh, bitte. 45, Mann. Brauche ich dann sonst noch was? Nee, das meiste ist ja auch gar nichts zum Bauen. Na gut, wir nehmen die 44 mit dem, was wir in der Kiste haben. Sollte es eigentlich reichen? Aha. Oh, den Weg, da fehlt auch nicht mehr viel. Ich habe noch genug Stein, um das wahrscheinlich fertig kriegen zu können. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Wow. Upp, scheiße. Oh, perfekt. Jetzt, oh scheiße, jetzt muss ich. Oh, das, ich muss meine Screenshots jetzt genau. Ach du Scheiße, das geht ja komplett durch. Ja, da fragt man sich natürlich, warum ich das nicht als Wand gemacht habe, aber das soll halt keine Wand sein. Und wenn das keine Wand ist, dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich das als Wand baue. Das ist was anderes. Okay, das ist schon mal gut. Moment, Moment. Nee, alles ja. Das ist da. Dann ist das hier. Das ist so. Hä? Freunde? Ja, doch, das reicht. So viel brauchen wir nicht mehr. So, wo ist mein Hartholz? Guckt euch das an. Das passt dicke. So, perfekt. Und dann brauchen wir aber, glaube ich, noch irgendwo. Genau. Vor allem das hier fand ich schön. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist so unspektakulär. Und ich weiß nicht mal, ob das architektonisch korrekt wäre, das so zu machen. Aber ich fand es tatsächlich doch wirklich gut. So, jetzt brauchen wir kein Hartholz mehr. Das heißt, das kann wieder weg. Jetzt brauchen wir andere Dinge. So, das ist alles hier gewesen. Genau. So, Freunde. Ich brauche bitte Bücher. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie viel wir machen am besten. 9 Stück.
deswegen muss ich Schlotterrosen, weil Schlotterrosen gehen für Bücher wirklich gut weg. Okay, ich weiß Bescheid. Ach, scheiße. Oder nee, wartet. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. So, Freunde, wir haben hier zum Glück Tische in der Vista schon. Und dieser Tisch kommt hier hin. Das sieht nämlich gut aus. Und da kommt ein Buch drauf. Das hier wird logischerweise die Schweißerstube. Der Schweißertisch steht da schon. Und die haben wir noch nicht. Und wir müssen den natürlich irgendwo reinkriegen. Und der geht nur hier rein, damit es ein Raum wird. Deswegen wird das hier die Schweißerstube. Und da brauchen wir 4 Bücherregale. Die oberen 3 zählen jetzt natürlich nicht. Das wisst ihr, es zählen ja immer nur die ersten 2 Blöcke. Ab dem dritten zählt ja nicht zum Raum dazu. Jetzt haben wir aber 5. Jetzt haben wir genug. Und das hier sind natürlich, das ist natürlich eine Schrankanlage. Das ist natürlich keine Wand, weil es die Schrankanlage ist. Ein einzelnes Buch brauchen wir für die Dingsbums. So, jetzt brauchen wir erstmal Kronenleuchter. Auch habe ich auch nur einen von? Das ist Maria. Ist das korrekt? Shanna baut einen Raum. Ja, das ist schön, freudigen Keks. Da möchte ich gerne welche von nachbauen, dass ich welche im Inventar habe. Das tut mir jetzt auch wirklich leid. Kronenleuchter. So, dann brauchen wir. Der kann dann da rein. Das. Ach, ich hatte da doch. Ach, scheiße. Und das Bücherregal kommt. Gehört das da rein? Setzen wir auch erstmal hier rein. Ich sollte eigentlich soweit alles genug haben. Wartet. Habe ich eine Truhe? Ich habe eine Truhe. Und da wir nicht so viele Plätze haben, wäre das auch ganz gut, wenn wir die benutzen. Ja, komm, dann nehmen wir das Ding da natürlich auch gleich mit. Dann bauen wir uns einen Kamin. Das 8 Steine, kein Problem. 4-mal Kohle, 1-mal Kupferbarren. Kein. Oh, das ist mit Eisen. Ich glaube, ich muss bald wieder Eisen farmen, weil mit Eisen wird es langsam etwas knappelig. Hier ein Kamin. Oh, ist das schön. Ist das schön. Hier die Truhe. Hier der Schweißertisch. Der leere Raum wird zu einer Schweißerstube. Das heißt, hier werden unsere Angestellten uns jetzt auch ein paar schöne Krimskrams-Sachen fertigen. Ich weiß nicht was, ich erinnere mich nicht, in Kapitel 3 war es natürlich, was die da so rein... Doch, Schienen und sowas bauen die da rein. Genau, Schienen. Das wäre gut. Ich meine, ich wollte ja... In Kapitel 3 hatte ich gesagt, ich will eine Achterbahn bauen. Das ist natürlich jetzt auch nichts geworden. Das wird wahrscheinlich auch nichts mehr zur letzten Folge, außer wenn ich da noch die Eingebung habe. Ich meine, eine Achterbahn zu bauen, ich sag mal, das ist nicht so schwer. Weil die Teile sind einfach zu bauen und man kriegt immer viele. Und es geht auch schnell, weil es ja nicht so viele Blöcke sind. Aber ich habe so gerade zurzeit absolut gar keinen Plan, was ich da haben wollen würde. Und von daher wird es, glaube ich, wahrscheinlich mit der Achterbahn leider nichts mehr. Tötet mich deswegen bitte nicht. Ich brauche den Wandbehang. Schillerseide habe ich vorhin in Terra Gladiatora bekommen, zum Glück. Bravado-Banner. Und dann noch zu guter Letzt. Dann haben wir nämlich... Oh, dann ist sie weg. Ich bin so traurig, aber egal. Wir haben den Schneestrolch-Vorleger. Ich glaube, der war mal geplant für einen anderen Raum. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber er kommt auf jeden Fall hier rein, weil wir hier so viel Freiraum haben, möchte ich mal sagen. Deswegen kommt er hier hin. Ist wunderschön. Hier, man sucht sich ein Buch raus, hat dabei einen Fußabtreter. Was will man mehr? Hier die Wandbehänge. Zack. Zack. Und ich finde... Und das ist nichts Besonderes, aber ich finde es richtig geil. Ich finde es so richtig geil. Wenn es Tag wäre, dann würde es wahrscheinlich noch besser aussehen. Jetzt kurz gucken. Ich glaube, der Raum ist fertig. So, wir haben Tisch mit Buch. Wir haben den Kamin. Wir haben hier das Bücherregal. Da haben wir die Lampe. Da haben wir das Ding dran. Das ist das. So, genau. Dann ist das Gebäude von innen fertig. Hier werde ich natürlich auch noch Fenster reinsetzen, aber habe ich auch noch nicht vorgeplant, weil ich die Wände noch nicht fertig gemacht habe. Also da habe ich echt keinen Nerv drauf, die Wände zweimal zu machen. Das kann... Was war hier? Ach so, die hammermäßige Nadel. Ja gut, die ist jetzt natürlich weg. Dann schlafen wir nochmal schnell. Du gehst wieder ins Bettchen. Ich nehme mal kurz einen Schluck. So. Und zumindest eine... Eine auswärtige Dekoration werden wir jetzt zusammen machen, weil die zu dem Haus dazugehört. Weil ich das soweit schon
quasi auch mit geplant habe. Und da ich weiß, wie es aussehen soll, dauert das jetzt auch nicht so lange. Wir brauchen Zaun, 10-mal. Äste muss ich auch extra farmen, weil Zaun, hier, es ist ja kein Geheimnis, unser Weizenfeld, beziehungsweise es ist ja das Feld für alles, was man da an Stöcken gebraucht hat. Ich musste oft los und Stöcke farmen. Und jetzt kommt dieses hier noch. Jetzt muss ich... So, hier... wartet. Ist das so korrekt? Ja. Das wird sehr schön. Ich hoffe, ihr findet es auch nicht schlecht, weil ist schon geil. Ja. Aha. Ne, ich habe die Baguette. Oh nein, ich bin so. Scheiße. Ja. Oh scheiße, haben 40 gereicht? Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass 40 ausgereicht haben, aber jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube bis hier? Ein, zwei, doch, das ist so auf jeden Fall korrekt. Ich glaube, ich brauche noch mal... Oh nein, das reicht nicht. Das reicht nicht! Und guck, wie perfekt das immer... Krass, dass das Äußere am Äußeren ist. Das ist so geil. Scheiße, da ist nur mehr gebraucht. Das darf nicht wahr sein, ey. Nochmal Zaun. Oh. Ja. Yep. Weil das haben wir natürlich... Das habe ich vorher noch gar nicht bedacht, dass ich quasi einen geraden Zaun machen kann, wenn ich die so versetzt mache. Dass das dann wie ein gerader Zaun erscheint. Das ist so nice. Das ist so nice. Das ist jetzt der Garten von diesem Haus. Ist das Shane? Ist das Shane? So und ja. Ja, nee, ist klar. Rechen? Ich glaube, wie hatte ich das denn geplant? Ich glaube 5x2, ne? Ja, doch, das ist korrekt. Das ist korrekt. Habe ich noch. Ah, scheiße. Scheiße. Ich wusste, dass ich das vergesse. Ich meine, ich habe es jetzt nicht vergessen, aber ich wusste, dass da nicht viel zu fehlen wird, um das zu vergessen. Das wollte ich doch nämlich auch noch so machen. Nice. Ach so, und dann scheinen fehlen mir auch noch die zwei Steintreppen. Wieso habe ich die denn nicht schon vorher gepflanzt? Lasst mich überlegen. Wir brauchen noch mal eine Bank. Oh, ich bin schon wieder dran vorbei. Doch, und Alter, ein Lot, das Holz hat bis auf einen genau gereicht. Das darf nicht wahr sein. Ich bin so ein Tier. So, da die Bank. So, dann will ich bitte mal 10 Herzfrüchte haben. Ich weiß nicht ganz genau... 10, wie will... scheißegal, wenn wir mehr abreißen, ich brauche ja eh die ganzen Samen irgendwann. Das heißt, hier... einmal reingeschlagen. Das ist auf jeden Fall mehr als genug. 20 Herzfrüchte. Einmal kurz zugelangt. Oh, hat hier irgendwer Baumsetzlinge gepflanzt? Wieso ist das nur so? Fragezeichen. Und die, oh ja, die kommt hier jetzt mal. Hier hat ja vorher noch nie wer was gefertigt, aber die kommt jetzt her, dies. Das heißt, ich, vielleicht wäre das, da die hier was fertigt und der andere mal abhaut, wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich die hier einquartiere. Das würde wahrscheinlich weitaus mehr Sinn ergeben. Aber die sieht gar nicht so aus wie so eine bösartige Hexenmagierin. Weil wegen die grüne Mütze stört ein bisschen. Egal, wir lassen das erstmal so. Ich wollte mir gerade irgendwas machen, glaube ich. Ich wollte mir Herzfruchtsamen machen. 10 Stück brauche ich. Ja, das ist auch gut.
eigentlich mal. So, das war der Samen, genau. Dann knallen wir den halt ziemlich nochmal rein. Sehr schön, dann hat das erste Haus, was dann ein... Na, obwohl, das stimmt ja gar nicht. Unser Holzfällerhaus, das hat ja auch... Das hat zwar nur minimalistisch so 5x5 Gärtchen, aber er hat auf jeden Fall. So, dann brauche ich zweimal den Dünger. So würde es auch gehen eigentlich, ne? Na egal. So geht's noch besser. So, haben wir da ein Feld. So, oh, da habe ich jetzt keine Nahaufnahme gemacht. Scheiße. Na gut, das ist ja eigentlich mehr oder weniger eh einfach so dahin gebürstet. Irgendwie nach Jux und Dollerei. Wovon habe ich hier am meisten von den Gelben? Das heißt, ich nehme einfach mal 4 Gelbe. Da finde ich das gerade irgendwie gut. Und hier vielleicht. Am Rand ist leider nicht so toll. Nee, das geht nicht. Der ist auf jeden Fall zu nah an dem anderen dran. Dann machen wir vielleicht so. Okay. Nice. Nice. Und vielleicht hier. Und dann können wir... zweimal weiß... und eventuell zweimal, wo habe ich's? Achso. Die Schlotterblume. Muss man mal gucken. Ich weiß nicht, ob das gut passt. Das kann man fast machen, ne? Das kann man fast so machen, würde ich sagen. Hier muss natürlich auch noch alles grün gemacht werden, aber die Pflanzen hier an der Hauswand, die waren auf jeden Fall gesetzt. Die stehen. Hier vielleicht irgendwann noch ein Baum hin. Also das war auf jeden Fall erstmal das Grundding, was ich mir jetzt so gedacht habe. Ich muss erstmal die scheiß Herzfrüchte wegmachen, sonst drehe ich am Rad. Die sind hier drin, oder nicht? Ja. Und was habt ihr Schönes gemacht? Ach, wir haben mehr als genug von allem. So, und das waren eigentlich die Sachen, Freunde, die ich mit euch erstmal vorbereiten wollte. Zum einen unsere Schweißerwerkstatt. Sieht von oben so aus. Fehlt natürlich noch das Grün, ich gebe es ganz ehrlich zu. Aber das ist auf jeden Fall das Grundbedürfnis, welches wir... Ja, ich weiß schon wieder kein Wort. Hier, oh, wieso macht hier keiner was? Ich hasse euch. Aber der Raum ist auf jeden Fall... Es stand ja da, dass es eine Schweißerstube ist. Nee, das ist auf jeden Fall perfekt. Bücher, Schweißerding... Wenn man hier so guckt, ich finde das vor allem so sexy. Das ist so schön gemütlich hier irgendwie. Blam, 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 blam. Der schöne, geile Ofen haben wir schon wieder nicht bei Tageslicht angeguckt. So, hier das Grünzeug. Hier ein kleines Feld mit Tomaten oder Herzfrüchten, wie manch einer sagen würde. Hier der Ausguck. Ja, das kleine Fleckchen zum Entspannen. Für die Herbergsgäste mit Blumen. Hier auf die Bäume kann man gucken. Hier jeder ausgestattet, nur mit dem Feinsten. Hier die Theke. Da muss auf jeden Fall noch irgendwas hinter. Das geht ja gar nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell ins Bett. Und dann können wir nämlich die Folge beenden. Dann habe ich nämlich mit euch das geschafft, was meine Pflicht war. Hat die Folge denn jetzt gereicht für eine komplette Folge? Ach du Scheiße! Ich hatte Angst, dass das viel zu wenig ist, dass die Folge nicht lang genug wird. Und jetzt sehe ich, wir sind bei einer Dreiviertelstunde. What the fuck? Ich dachte, die Folge, ich wollte die eigentlich strecken auf 20 Minuten. Und, oh nein, egal, ist doch schön, das freut euch doch. Dreiviertelstunde Folge, das darf nicht wahr sein. Da hätte ich auch zwei Folgen, dann hätte ich für jedes Gebäude eine Folge machen können. Scheiße. Hallo. So, der geht, wir werden das jetzt ändern, das funktioniert so nicht. Jetzt, wo wir gesehen haben, dass diese gute Dame immer hier arbeitet, muss die hier hin. Warte, wo? Dieser Raum gehört junger Mann. Ach, scheiße, da muss ich hier ein Frauending hinbauen. Ja gut, das hilft nun mal nichts. Weil wenn die immer zum Arbeiten hierher kommt und er zum Arbeiten immer weggeht, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Da verlieren wir einfach Gegenstände, die uns bauen könnten.
wenn die direkt da aufwachen würden. Oh nein, jetzt habe ich die Dinger nicht mitgenommen. Dann brauche ich jetzt noch ein Frauenschild. Weil er geht immer dahin, das ist natürlich Schwachsinn. Aber sie geht auch nicht... Doch, sie geht nur... Wo kommt sie denn her? Ach so, weil ich gepennt habe, ist die Nacht, glaube ich, übersprungen worden und deswegen hat sie gar nicht da gepennt. So, lasst mich kurz gucken, dann müssen wir kurz ein Frauenschild bauen, das kriegen wir nochmal zusammen hin, ein Damenschild. So, ein... Oh, das letzte Holz. Tja, shit happens. Shit happens, würde ich sagen. Gehört zu einem leeren Raum. Schlafzimmer. Wem soll dieser Raum gehören? Mädchen mit Mütze. Elegantes Mädchen. Mädchen mit Mütze. Blablabla. Mädchen mit Mütze. Dies ist fortan Mädchen mit Mützes Raum. Bist du damit einverstanden? Okay, all ready. Mädchen mit Mütze. Perfekt. Dann gehört der Turm jetzt doch einer Dame. Die schläft hier. Die da wacht auf, geht hier rein und beginnt zu fertigen. Genau so soll es ja auch sein. Na gut. Kommst du? Die macht doch gleich... Wo willst du hin? So. Na gut, wie dem auch immer sei. Ich will mal kurz gucken, wo die hin will. Weil eigentlich geht es da oben noch nicht weiter. Wenn es wäre so... Na gut. Wenn die jetzt in das Loch gefallen wäre. Oder... Ne. Und das wollte ich euch auch noch zeigen. Das hatten wir auch noch nicht so. Bevor ich den Turm dann weiterbaue, wollte ich euch... Weil wenn wir dann eine Decke haben, ich weiß nicht, wie schön man es dann noch sieht. Ich wollte euch auf jeden Fall die Treppe zeigen, auf die ich sehr stolz bin. Ich bin wirklich hier... Ich wollte echt eigentlich gar nicht... weiterspielen, weil ich nicht wusste, wie ich den Turm weiter... Beziehungsweise ich wollte den Turm nicht weitermachen, weil ich nicht wusste, wie. Aber ich bin dann doch absolut zufrieden damit. Ich bin dann doch richtig zufrieden damit geworden. Mit der Treppe, die finde ich so geil. Das ist voll einfach, nichts Besonderes, aber ich finde es einfach so geil, die Treppe. Hier hatte ich mittlerweile auch den Wie heißt das Ding? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall das Ding gebaut. Transmogrifikationstisch. Hier fehlen noch zwei Töpfe und eine Kiste, glaube ich, damit das hier der Alchemistenraum wird. Dann ist der aber auch fertig. Dann geht's hier halt nochmal hoch. Ihr seht, da hinten haben wir noch den blauen Heiligenaltar oder was das ist. Der muss natürlich noch verbaut werden. Der kommt hier auf die nächste Etage. Und dann wird der Turm hoffentlich auch bald fertig sein. Man hat auch einen schönen Blick von hier oben. Auf jeden Fall. Jetzt werde ich alles soweit fertig machen, wie ich es mir vorstelle, wie ich es fertig haben will. Dann werde ich noch eine Folge mit einer kleinen Überraschung aufnehmen. Da werde ich euch dann alles zeigen. Da gehen wir nochmal rum, gucken uns alles an, was wir hier erwirtschaftet und erschaffen haben. Und für diese Folge haben wir diese beiden Gebäude da neu gebaut. Können wir die vielleicht sehen? Die können wir sehen. Einmal hier schön mit Gärtchen, einmal hier. Na gut, da ist ja auch ein kleines Gärtchen-Teil bei. Da muss von außen noch Verzierung ran, sehe ich gerade. Da muss von außen auf jeden Fall noch was ran. Da muss hier bei dem grauen Haus, bei dem da drüber noch so eine Hartholzsäulen, die da hochgehen oder so. Aber egal, das werden wir sehen. Fenster müssen noch rein. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Projekt immer noch gefällt. Jetzt, wo ich schon wieder 3 Monate mich nicht hören haben lasse bei Dragon Quest Builders. Hier jetzt dafür eine Folge in Überlänge, wie so oft. Und die nächste Folge wird natürlich nicht morgen kommen. Ich muss jetzt, ein bisschen brauche ich jetzt auch, um das fertig zu machen. Ich will es aber in den nächsten, sage ich mal, auf jeden Fall in der nächsten Woche. Auf jeden Fall innerhalb der nächsten 7 Tage bis zum nächsten Sonntag will ich es auf jeden Fall online haben. Ja. Und dann würde ich sagen, für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der Finalfolge wieder. Bis dahin, macht es gut. Haut euch wieder aufs Ohr. Und ciao, ciao.